Hallo und willkommen zur zweiten Folge von House Flipper. Ja, also ich habe jetzt noch einmal eine Mission gemacht, da seht ihr wahrscheinlich auch oben an meinem Geld. 15.000 haben wir nun wieder. Jo, und wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich was sauber machen. Ich habe ja letzte Folge das Badezimmer gemacht. Können wir mal kurz reingucken. Da, wunderschön sieht das jetzt aus. Finde ich sogar echt, das bin ich echt zufrieden mit. Muss ich schon sagen. Ja, aber wie ihr seht, hier Wohnzimmer und Schlafzimmer überhaupt nicht. Ich habe mir überlegt, hier so rechts, da machen wir so eine Gaming-Ecke, vielleicht. Und, ja. Oder wir können das hier machen. Aber wo soll denn das Bett hin? Werden wir sehen. Erstmal sauber machen. So, ah ja, gut, hier Fenster, ne, kennen wir ja. So, Fenster putzen, Fenster putzen. Erst alles sauber machen und dann natürlich die Möbel anrichten. Also, wir haben hier noch Müll, habe ich gesehen. Dann habe ich gesehen, dass wir hier noch ein paar von diesen Installationen haben, aber hier ist blöd, finde ich. Die wieder können wir sogar lassen. Okay, also sprich, wir haben nur noch diese Steckdosen, die wir selber woanders platzieren können. Und die Wände müssen wir natürlich wieder streichen. Aber heute kümmern wir uns natürlich erstmal um den Flur. Hoppala, ja, Fenster putzen, kennen wir ja. Wenn es im wirklichen Leben auch so einfach gehen würde. Wunderschön, Büro, Schmutz beseitigen. Sieht doch gar kein Schmutz. Wait, was? Ach so. Ja, da war ich ja schon dabei. Cool. So, die Decke auch noch. Wir machen alles sauber. Acht. Da unten. Neun. Und da ist die Nummer 10. Genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen spachteln. Das kennen wir ja. Little bit die Mauern zumachen. Haben wir. Gut, also das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, neue Fenster. Ja, okay. Wunderbar, neue Fenster haben wir schon mal. Ja, die Frage ist jetzt, was ist das denn für ein Teppich? Nee. Matze auch nicht, ne. Und wenn dann bitte, bitte eine ordentliche Haustür. Also, ja, ich finde so eine relativ schick. Ja. So muss das. Okay, gut. Dann würde ich mal mich um die Fliesen kümmern. Wir machen keine Fliesen, sondern schön Holzboden, ja. Richtig schickes Laminat. Daneben. Oh, es gibt sogar Teppich. Aber man kennt, wir nehmen einfach richtig schönes Laminat. Oh ja. Das passt so richtig gut, finde ich. Wie unser Hausbau. Ah ja. Ich wollte eigentlich die zweite Folge eine Mission machen, aber es kommt jetzt einfach in der dritten Folge. Erstmal verlegen wir hier Laminat. Auch so schön dunkles. Problem wird gleich bei der Farbe. Ich würde halt schon gerne so rot nehmen. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Aber ob rot nicht zu sehr raussticht, da werden wir sehen.
So. Gut, dann würde ich sagen, geht's an uns streichen. Farben, ich möchte gerne rot. Haben wir hier richtig schickes Rot? Rot intensiv. Da, 5 Coins. Ich kaufe euch mal ein paar mehr Eimer. Ich glaube, ihr wisst schon warum. So, oh ja, doch, das Rot finde ich schön. Ich werde bitte hier schon so eine Fliesenwand haben und das in dem Wohnzimmer. So, und guck mal. Wobei jetzt ist auch wieder die Frage, ob sich Rot und Schwarz nicht herausstechen. Ich hätte vielleicht lieber Weiß machen können. Na, oder was sagt ihr? Nee, komm, ich mache mir zu viele Gedanken. Und wenn nicht, dann streiche ich es irgendwann wieder um. Rot ist schon eine schöne Farbe. So, wunderbar. Es läuft doch wie am Schnürchen hier. Auch wenn es jetzt nicht das Spannendste der Welt ist. Aber naja, ein bisschen Unterhaltung. Hat ja noch niemanden geschadet, ne? So, den ersten Eimer haben wir gleich leer. Gut, dass ich zwei geholt habe. Doch, 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 das ist in Ordnung. So. Nicht wundern, falls ihr im Hintergrund was hört, das ist der Fernseher. Ich bin so faul, den gerade auszumachen. Also bitte nicht wundern, wenn da, keine Ahnung, wenn ihr da irgendwas hört. So, die Decke würde ich aber gerne weiß machen. Aus dem einfachen Grund. Oder ich kann ja mal gucken, wie das aussieht, wenn ich es auch rot mache. Aber ich glaube, es wird nicht so pralle aussehen. Lass mich raten. Ja, das ist zu viel. Wenn dann schon bitte weiß. Wenn schon, denn schon. Also wenn ich mein Haus später wirklich so machen würde. Naja. Ich muss Farbe aufnehmen. Ja, meckert der mich hier ganz nett an. Wir dürfen auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil es gibt auch Missionen, wo wir selber nochmal Geld für Möbel ausgeben müssen. So. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir ein Problem. Deswegen versuche ich möglichst auch, dass ich die Farbe habe und die nicht per diese Coins, die man da oben, also ich habe ja gerade 40, also dass ich mir davon nicht zu viel hole. Aber wenn ich dann, ich musste nämlich gerade in der Mission eine Farbe holen, die ich noch gar nicht freigeschalten hatte. Und das war ja Teil der Aufgabe, deswegen, ne? Ja. Aber sieht doch ganz okay aus. Also mal gucken auf dem Tablet. Wir haben 4 Aufträge. Der gibt mir 4000, der gibt mir 6000. Der Penny wurde ein großes Durcheinander angerichtet. Naja, guck mal, sowas können wir gleich annehmen. Meine Häuser. Oh, das kann ich sogar später verkaufen. Und hier kann ich das erwerben. Oh, okay, Leute. Das wird noch was. Ja. Okay, Zeit haben wir noch ein bisschen. Mal, wie packe ich die denn jetzt hier weg? Also kann ich die. Aber nee, ich kann es einfach. Ah ja. Jetzt kann ich aber wieder verkaufen. Gut, wir haben jetzt umgefärbt. Warum soll ich den upgraden? Putzen ist schneller. Ach, schneller brauche ich doch nicht.
Oh, nee, nee, nicht damit. So, gut. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Heizungen, merke ich gerade. Also, lasst uns in den Shop gehen und eine große Heizung holen. Die kommt dahin. Und dann holen wir uns ein paar Steckdosen. So, kommt hier welche hin. Und nochmal. Sind später wichtig für den Computer. Genau, dann am besten noch Lichter, brauchen wir ja auch. Da finde ich, habe immer diese runden Dinger echt schön. Auch wenn die echt teuer sind. Aber dass die, glaube ich, einfach pro Ecke eine machen. So, wartet, das möchte ich gerne um einfach nur verschieben. Ja, ist okay. Ist okay, machen wir hier auch noch einen hin. So, sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann holen wir uns noch. Ne, brauchen wir nicht. Dekoration, ne. Alter, was gibt's denn hier alles so für. Okay. Paneele, Pflanzen, Schlafzimmer. Ein schickes Bett wäre. Oh ja, komm. Teppiche. Wohnzimmer. Ein guter Tisch wäre gut für unseren schicken Computer. Oh, gibt's auch richtig geile Sessel. Naja, aber doch, den gucken wir ein andermal. Denn das war es auch schon von der zweiten Folge. Wir haben auf jeden Fall das komplett Flur und Wohn- und Schlafzimmer umlackiert. Und das sollte fürs Erste reichen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Wettgamer.